Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1816. Wir sind bei einem PVZ, Gruppe D. Wir haben den polnischen Protoss in Rot beim Team Blackbird. Es ist Mana. Gegen den schwedischen Zerg in Blau beim Team Archangel Gaming. Es ist Sort of. Early Game war nicht wirklich was los. Effizient gar nichts. Und wir haben Stargate Opener mit einem Voidray. Wird gescoutet aber auch. Es ist ein Adept draußen. Und der chillt aber in der Wall. Das heißt, da passiert erstmal nichts. Sodorf hat Ruhe. Mana hat ein bisschen Ruhe. Klar, der Overlord, aber der ist kein Problem. Ja, es gibt Neuigkeiten zum Kanal, denn wir haben die 1 Million Aufrufe geknackt. Gesamt alle Videos zusammen auf dem Kanal. Auch die tatsächlich, die man nicht mehr anziehen kann. Es gibt ein paar auf privat gestellt, die nicht mehr auffindbar sind. Die vielleicht... es gibt eine Serie davon, die möchte ich neu aufnehmen, theoretisch. Aber dazu fehlt mir noch ein bisschen an Equipment. Da muss ich was anderes noch vorausplanen. Und ja, ansonsten weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was tatsächlich im Privaten alles noch gestellt ist. Aber auf jeden Fall hochgerechnet gesamt 1 Million Aufrufe. Was wirklich eine ordentliche Anzahl ist. Ja, der Großteil kommt von StarCraft. Aber inzwischen sind auch viele andere Sachen mit dabei. Mit Command & Conquer, Warcraft 3. Was haben wir noch alles mit drin? Die StarCraft-Kampagnen, die Boot War-Kampagne, die Boot War-Casts, Dota-Casts, Age of Empires. Es ist inzwischen sehr viel mit am Start. Frostpunk natürlich jetzt noch das letzte, was neu dazugekommen ist. XCOM war ja mittendrin. Siedler. Und ja, ich möchte auch weitermachen. Also es wird weitere so Let's Play-Projekte geben, weil ich das einfach tatsächlich sehr gerne mache. Und einfach so generell so. Wenn ich ein Spiel spiele, so kommt dann auch so der Gedanke, könnte ich daraus ein Video machen? Habe ich da genügend Bock drauf, dass das ein vernünftiges Video abgibt? Das hängt immer ein bisschen davon ab. Habe ich Bock auf das Spiel? Sehe ich da Nutzen drin, ein Video draus zu machen? Und ja, die Liste ist eh noch lang. Ich habe auch ein paar neue Kandidaten bereits im Blick, die es vielleicht noch geben soll. Wir sehen jetzt erstmal, dass Oracle Beast über die Drones fliegt und fröhlich Drones weglasert. 5 Kills ist gut. Da patrouilliert das Void noch gegen, das hat den zweiten Kill geschnappt. Das war aber kein zweiter Overlord, das war ein Zergling. Und da hängt noch ein Zergling vor der Protospace ab. Der kriegt aber ja, kurz Ärger und wie man sieht, wo wir es von den Adepts haben, es sind sehr, sehr viele da. Und die porten jetzt raus und es geht los mit dem Angriff. Resident Glaives wird auch fertig. Es werden Roaches gerade gebaut für Sword of, aber hat natürlich da ein bisschen das Problem. Zu allem seine Queens hier gerade draußen und zwar sehr, sehr weit draußen. Die Adepts wollen sich die Chance auch gleich schnappen gegen Queen Nummer 1. Sie rennen einfach weiter, haben den Shade im Laufen. Die Adepts wollen nicht wirklich gegen die Roaches fighten, sondern eher die Roaches vermeiden, sich splitten und die Drones wegsnipen. Das sieht man auch. Adepts gehen Richtung Kritte, Adepts gehen in die Main. Wie viel Schaden kann Mana hier machen? Da kommt ein schöner Evolution Chimmer, Doppel-Evolution Chimmer Block, um die Adepts einfach wegzuhalten. An der dritten Basis gibt es ein bisschen mehr Ärger, da werden nochmal Drones gefokust auf von diesen Adepts. Aber die Adepts sind natürlich Stück für Stück weggekotzt, das ist das Risiko für Mana. Es kann passieren, dass er dabei sehr, sehr viele Army Supplies sehr schnell verliert und er verliert hier auch seine ganzen Adepts ziemlich schnell. Gesamtschaden sind 12 Drones, die da zerlegt wurden. Nochmal eine 13. vielleicht eine 14. Drone, die fightet dann nochmal kurz mit. Oh, wird gesaved hier mit einem Spawncaller. Schnelle Reaktion von Sword of, kann die Drone retten. Der Adept kommt tatsächlich auch nochmal raus. Bis er ist irgendwo hingeportet, aber ich glaube, dann hat er nicht mehr überlebt. Insgesamt waren das also 13 Adepts für 13 Drones. Nicht der beste Damage also. Und jetzt gibt es sofort den Konter angesetzt. Man sieht, Roaches laufen rüber, Linge laufen rüber. Aber es ist das Voidray da, es ist das Oracle da und das hilft schon mal. Zudem kommt gerade eine Doppel-Immortal-Produktion. Es waren jetzt Ravager gemorpht. Die müssen aber auch aufpassen, denn Fliegen Knighten wird noch weiter nervig sein. Der erste Ravager wird schon mal nichts. Und die Queens sind noch nicht ganz mit dabei. Die kommen auch anmarschiert, sind hier nur zu dritt. Man kann also als Protoss, nein, der Ravager kommt tatsächlich durch, das kann Mana nicht verhindern. Sword of versucht leider zu pushen, transduced auch diesen Ravager, damit er weiter am Start bleibt. Und jetzt geht's vorwärts für den Zerg. Also jetzt muss Mana verteidigen. Das ist halt das große Risiko bei diesen Adept-Angriffen. Die Adepts sind halt meistens dazu da, um zu sterben und dann fehlen sie halt im Army Supply, um irgendwie eine Verteidigung aufbauen zu können. Aber mit dem Beutel tatsächlich und den Immortals, die gescoutet wurden, das hält nochmal für Mana. Und er hat eine dritte Basis mit dabei, die Sword of theoretisch noch angreifen können, weil es der dritten ist nicht wirklich was an Army Supply. Bis auf das Voidray eben. Gut, die Adepts shaden gerade ein paar rüber, ein paar Salads stehen jetzt mit dabei, aber die Salads sind jetzt auch nicht so eindrucksvoll. Die Sorge, wie will es aber weiter wissen. Sword of kommt da weiter, Army Supply, mehr Linge, mehr Roaches und es geht weiter vorwärts. Die Adepts hier draußen müssen aufpassen, die können vielleicht surrounded werden. Rose Files aufpeilen und die Schildbatterie wird nicht getroffen, aber der Pylon ist down.
Reicht aber nicht. Der zweite Paladin hält beide Schildpatrouillen weiter am Laufen. Das ist richtig unangenehm. Dann es gibt die Evakuierung der dritten. Recall raus mit allem, was da rumstand. Die dritte wird also aufgegeben von Mana. Er sieht sich gerade nicht in der Lage, das halten zu können. Und er weiß halt, vom Gezirk kommt noch viel mehr Army Supply. Das heißt, er hat selber nicht die beste Economy. Wir sind bei 52 zu 46 Worker. Jetzt sind 4 Mordenstar. Jetzt kommen noch 2 Disruptor mit dazu. Besonders wird es langsam auch gefährlich, so lange zu bleiben. Denn die Sprengkraft, die der Protoss hat, wird größer und größer. Zumal jetzt die Ball noch größer ist. Jetzt können die Disruptor leicht eine Kugel raussetzen. Und das ist eben die Gefahr. Da kommt Kugel Nummer 1. Und die trifft schon mal die ersten Zeit, aber schon ein paar Länge. Nochmal eine Kugel, das Flugbettlinge rennt jetzt rein. Die Sellers stellen sich aber in den Weg. Die Mortals ballen hinten raus. Eine Schildbatterie ist noch mit dabei. Da wird Sordov, denke ich, nicht durchkommen. Und er sieht das auch selber so. Und er geht auf anderen Tech. Baning Nest und Evolution Chamber. 7 weitere Drones. Klar, er hat die 3 Basen. Aber seine Economy läuft jetzt auch nicht mega rund. Die Queens könnten ja noch eventuell gesniped werden. 3 Disruptor mit dabei. Also da ist viel Wumms dahinter. Und da kommt die Doppelkugel, um die Queens zu killen. Consumes kommt da mal, aber keine Chance. Die Queens sind down. Die Roaches, Ravager versuchen da nochmal irgendwie was zu machen. Aber auch die sind hier nicht stark genug. Währenddessen fliegen hier nochmal Voyager und Oracle Tick. Und das Voyager hat gerade eine Drone abgefangen, die die 4. Basis eigentlich setzen wollte. Also Sordovs Economy läuft jetzt auch nicht 100% optimal. Könnte sich da auch noch ein bisschen mehr drunter vorstellen. Das Oracle nimmt auch nochmal 3 Kills mit, wie es aussieht. Die Queen will aber dafür den Oracle Kill und wird den auch bekommen. Oracle ist also zu greedy. 3. Basis wird neu gesetzt von Mana. Das Game läuft erstmal weiter. 3500 zu 4500 Resources lost. Mehr Linge, mehr Queens. Ein paar Upgrades bei Sordov. Bei Mana gibt es Blink plus 1 und ein Phoenix interessanterweise auch. Knappt sich da ein Phoenix. Klar hat das Oracle verloren, das heißt, Scouten wird ein bisschen schwieriger, zumal er auch keine Sentries mit am Start hat. Doch er hat eine einzige einsame Sentry. Trotzdem, mit dem Phoenix können wir einfach über das gegnerische Gebiet drüber fliegen, mal kurz alles abchecken. Cannons kommen jetzt mit dazu, also die Angst vor Mutas ist ein bisschen da. Dann wird da in Static Defense investiert an allen Mineral Lines. Die Linge währenddessen wurden gefunden, werden abgefangen. Es sind viele Disruptor hier mit drin. 5 Disruptor in dieser Army, also natürlich. Die Disruptor haben nicht mal so viel Schutz. Der Support, der damit läuft, ist gar nicht mal so beeindruckend. Die 5 Disruptor sind halt mega Wumms, wenn der irgendwo einschlägt. Die Linge hingegen finden den Weg an, ein paar Probes. 3 Kills werden gemacht, die Natural ist auch erstmal sicher. Und mein Trigate ist mit dazu, das Voide fliegt nach Hause und jetzt... Oh, da wurde bereits der erste Disruptor zerlegt. Da liegen noch die Überreste. Einer weniger, also die Ravager waren bereits erfolgreich. 4. Basis, hier wird aber direkt belagert. Jetzt ist also Mana wieder am Drücken, versucht hier Sordov zu belagern. 4 Immortals, das heißt, die Hatch wird nicht lange durchhalten und der Disruptor geht richtig massiv rein. Hier 12 Kills auf den Disruptor und die Hatch kommt ja auch nicht durch, muss gecancelt werden, die Drones müssen wegfahren. Mana hat da den Erfolg, kann die 4. abbrechen und zudem noch einen riesen Hit reinlanden, muss man dazu sagen. Also das war ein ziemlich saftiger Schuss rein in die Sorgeinheiten. Also ordentlich geknallt. Und insgesamt... Ja, beide jetzt mit einigen Verlusten. Normal, die Drones standen da kurz mitten in der Army, haben also auch nicht gearbeitet. So mit Sordovs Income, ja, sieht man, er hatte kurz einen ordentlichen Vorteil mit den 1000, aber das hat Mana wieder ein bisschen in den Griff bekommen. Ist auch nur 8 Worker hinten dran. Die Zerg Army ist aber weiter am Wachsen mit mehr Ravagern, mehr Linge, jetzt auch Baninge, die natürlich den Disruptor auch gefährlich werden. Rumbai wird gestartet, die 4. Basis frisch gebaut. Die wird es wahrscheinlich nicht überleben, die Protoss Army ist nicht nah genug dran, um da schnell rüberzukommen. Das heißt, der Nexus wird es nicht schaffen. Der Pylon ist bereits down. Der Nexus wird gecancelt. Die Linge könnten vielleicht noch von Stalkern abgefangen werden. Aber werden einmal erstmal rausgelassen. Archon ist jetzt als nächste Waffe bei Mana. Sword of Supply hingegen schießt weiter nach oben. Hat das Geld, das ich nutzen konnte. Die ganzen Ravager, die ganzen Linge und jetzt auch ein Haufen Banes mit dabei. Also der nächste Angriff wird kommen. Es geht da schön hin und her, die Dynamik, muss man sagen. Mana kurz rübergeschaut mit seinen Stalkern. Wird die gleich aber in der Defense hier brauchen. Das sind Changelinge. Halt mit Change wurde auch schon gefunden. Ja, die Archons helfen natürlich ein bisschen Building Placement. Hier könnte auch helfen. Jetzt kommen nämlich erstmal Baninge angerollt. Und das könnte die Disruptor treffen. Die Linge kommen nämlich auch mit dazu. Eine Kugel fliegt darüber. Kugel trifft okay. Die Baninge gehen trotzdem bei einer Fendi Flops. Der Disruptor wird vorne gesniped. Was kann die Mana Army hier gerade noch ausrichten? Die Stalkers sind noch nicht mehr dabei. Die laufen gerade rüber. Die Flops wurden bereits weggesprengt. Die Zerg Army hat dann richtig schönen Fight zerlegt. Einzelne Protoss-Einheiten sind überhaupt nicht gut koordiniert. Die Mortals werden das Muster aus der Network rauskommen. Auch die werden jetzt angekotzt. Jetzt gibt es eine Antwort mit dem Blinkstalk und die rüberkommen. Trotzdem sind bereits 14 Flops gestorben. Und so viel von Mana Army Supply. Sordov pumpt einfach nach mit mehr Lingen, mehr Roaches, sind der Upgrades sind nicht mal durch. Die nächsten Bane kommen, die Stalker müssen aufpassen, müssen auch sein. Der Disruptor trifft da nochmal ganz ordentlich. Und die Immortals tatsächlich räumen die Ravager von der Seite auf. Das wird tatsächlich halten für Mana, aber er verliert nochmal Probes. 5 weitere, 6 weitere Probes eventuell. Nein, es bleibt bei 5. Hier ist chill noch ein paar Overlords rum. Also Sordov jagt seine ganze Army da rein, um die Mana-Economy massiv zu beschädigen. Und das hat er auch getan. Die Mana-Army, die Mana-Economy ist massiv beschädigt. Auch die Army natürlich hat mächtig gelitten. Overlords war jetzt nochmal aufgeräumt. Man sieht, wie es bei beiden Seiten im Army-Supply deutlich nach unten geht. Mining-technisch ist es aber natürlich sehr, sehr einseitig jetzt, weil Manas Economy nicht läuft. Die dritte wurde abgeräumt und die Natural und Main sind nicht mehr großartig verfügbar.
Sordorf hat eine vierte und schnappt sich gerade seine fünfte. Also ihm geht es economy-technisch viel, viel besser, hat entsprechend 50 Supply Vorsprung. Hat jetzt auch seine Upgrades mit durch. Zweimal plus 1 Attack und da kommen noch plus 2 Melee Attacks. Das heißt, Baning und Linge werden nochmal stärker. Mehr von der gleichen Armee allerdings. Mehr Roaches, mehr Ravager, mehr Linge, mehr Baninge. Da drüben fliegt gerade noch das Oracle, neues Oracle durch die Gegner. Wird auch nochmal ein Oracle gebaut gerade. Fiends fangen eigentlich das Oracle direkt ab und da wird gescoutet nach einer vierten. Denn das wird sich Sordorf auch denken. Er kann ja hier nicht ewig auf drei Basen rumeiern. Das wird nicht funktionieren. Wir sind bei Minute 13. Irgendwann geht ihm da das Geld aus und da kommt diese vierte. Problem ist, da ist direkt die Armee neben Granomana. Ist sehr, sehr schnell mit dem Cancel-Kopf, hat mit dem Phoenix nämlich die Armee gesehen und konnte daher schnell reagieren. Aber die Roaches wollen jetzt einfach da rein in die ganze Geschichte. Baninge wollten die dritte nochmal angreifen, aber diesmal blocken die Archons das. Trotzdem wird damit natürlich weiterhin die vierte Basis komplett denied. Mana kommt zu keinem weiteren Nexus. Das heißt, er muss mega aufpassen, wie er tradet. Er muss wirklich das Beste rausholen aus seinen Einheiten. Er muss mega effizient sein. Denn er hat einfach gerade viel, viel weniger Geld zur Verfügung als sein Gegner. Die Oracles sind auch nicht besser, wie man sieht. Wollen den Ravage haben, lasern den auch weg. Also die Oracles machen dann okay Job, weil die Queens nicht ganz mit dabei sind. Jetzt kommen sie wieder dazu. Jetzt gibt es schon Juices en masse. Das soll der Ravage eigentlich wirklich nicht sterben. Und jetzt geht's vorwärts für Sordorf. Er hat jetzt hier keine Ruhe mehr. Er will endlich Manas Verteidigung brechen, rollt da rein mit dem Bending Stalker, blinkt nach hinten. Slinige Schildbatterien dabei. Ein Overcharge kommt auch und die Protoss Army hält das ein weiteres Mal. Sordorf zieht sich doch nochmal zurück, geht jetzt auf Hivetech. Mehr Linge, mehr Baninge. Im Prinzip kann er sich auf seine Economy-Führung noch ausruhen. Er muss natürlich aufpassen, dass seine Army auch stark wird. Ansonsten überrollt den Mana irgendwann, wenn das Protoss Army Supply zu krass ist. Aber aktuell genießt Sordorf gerade, dass er hier im Geld schwimmt im Vergleich zu dem, was Mana hat. Er versucht es nochmal mit seiner vierten. Stalker stehen da dran. Die Stalker, das splittet sich ein bisschen auf. Mana sieht da kleine Randstücke, die durch seine Vision durchgehen. Da kommt der ganze Schwall hoch, die Rampe. Mit so vielen Banes dieses Mal. Die Wall wird ein bisschen angekotzt. Aber nein, wieder der Rückzug. Gibt es einen zweiten Go? Da gibt es einen zweiten Go mit ein paar Baningen. Aber auch die werden abgefangen. Da wurde der neue Nexus aber auch noch direkt gescoutet. Damit geht es jetzt wieder rüber auf die andere Seite, um eventuell diesen Nexus einfach direkt wieder zu erlegen. Denn da ist noch keine Defense da. Da ist noch keine Schildbatterie. Da steht jetzt ein Pylon. Das kann ein bisschen helfen. Die Stalkers sind hier sehr, sehr frech. Snipen, aber erfolgreich ein Ravager. Mana kämpft hier wirklich ums Überleben. Muss gucken, dass er diesen Nexus schützen kann. Aber das sieht nicht gut aus. Die Linge sind dran. Die Baning Kulle nach vorne. Die Mana Army kommt jetzt auch komplett rüber. Der Nexus wird ein weiteres Mal unterbrochen. Also damit hat die Stalker mir hier nur Erfolg schon gehabt. Sie versucht trotzdem weiter zu pressuren. Denn Sword of East jetzt Max kann also sein Geld ein bisschen verwenden. Zudem kommt ein Spy. Es kommt Live Deck. Er will jetzt einfach da mitten rennen. Will auf Templer drauf. Aber die Templer werden weit, weit zurückgezogen. Werden von den Archons geschützt. Und da platzen viele Baning an den Archons auf. Währenddessen die Linge ist auch weg und es verbleiben die Roaches und ein paar Ravage und die Zerg Army ist hier nicht krass genug. Die Mana Army hält es ein weiteres Mal durch, aber hat natürlich den Nexus dabei verloren. 41 Baninge wurden dabei verheizt, 60 Linge. Man hatte für 3 Archons bekommen, aber das war trotzdem teuer für Sordorf. 15 zu 20.000 Resources lost. Mana, er will doch einfach nur diese vierte Basis endlich haben. Die Linge, wenn dessen, checken die Basis nochmal, aber da ist eben keine. Währenddessen gibt es hier schon die sechste Basis für Sordorf. Was sieht man eben den Unterschied? Sordorf hat so viel mehr Zugriff zu Ressourcen. Auch im Work-Account ist er da um einiges vorne. Und hat da, ja, ne, 1700 Ressourcen mehr pro Minute zur Verfügung. Die Linge wollte kurz in die dritte reinrennen, damit die ablenken. Die Protoss Army hat sich kurz wegbewegt. Die Sorgami wollte hier sofort wieder vorbeischauen. Aber die vierte wird dieses Mal beschützt. Und das kann tatsächlich halten für Mana. Problem für ihn ist, sein Gegner hat jetzt einen Spire und einen Hive. Das heißt, Vipern wäre ein Problem. Es kommt der Dwina Glance und plus 3. Das wird dann auch richtig ekelhaft. Die Linge mit vollen Attack-Upgrades tun ordentlich weh. Und die Zerg Army will trotzdem weiter fighten. Aber jetzt ist Storm mit rein. Die Roaches marschieren einmal voll durch den Storm. Das ist jetzt nicht der schönste Start gerade für Sordorf. Aber er schickt einfach weiter seine Army nach vorne. Er will die Templer haben. Die Templer hat jetzt auch die Linge. Währenddessen wollen jetzt als Baninge auf die dritte ein weiteres Mal. Der Nexus hier wird beschützt mit allen Mitteln, die Mana gerade aufbringen kann. Baninge können damit rein. Die Stalker stellen sich da persönlich in den Weg. Explodieren da weg. Ein paar Sellets bleiben übrig. Währenddessen wurden aber hier 30 Probes zerlegt von den Baningen. Das vom Worker-Count ist nicht fliegen. Der Nexus, nein, der hält durch, tatsächlich durch. Ein paar Linge knabbern noch dann rum. Trotzdem, Mana sieht sie nicht mehr in der Lage, das Game zu gewinnen, nachdem er so viele Worker geflohen hat. Da springen wir gerade nochmal nach hinten. Das war nämlich kein schöner Anblick, natürlich, für den Protoss. Aber da kamen einfach so viele Banes, weil Sordorf, er hatte einfach das Geld für sowas. Er hat so einen Move vorbereitet, hat trotzdem seinen Tech auch nicht schlafen. Der Mana versucht jetzt gerade noch mit einem Fleet Beacon. Aber da hätte er noch viel, viel bessere Finanzen gebraucht. Und der dritte Mann hat wirklich die ganzen Probes gesammelt. 20, also wo ist der Rest gestorben? Der Rest war hier Long Distance Mining tatsächlich. Ja, und da sieht man, der Split kam nochmal. Also Mana hat sein Bestes gegeben, um seine Probes am Leben zu halten, aber keine Chance, einfach viel zu viele Baning. Ich meine, das sind mehr Baninge da als Probes, also gar kein Problem. Und hier wurden eben auch noch ein paar Worker abgefarmt in der Zeit, weil die Probes hier durchgefahren sind. Somit massive Verluste bei den Workern. Da hat Mana nicht mehr genügend übrig und Sordorf macht damit das 1-0 nach 16 Minuten. Killt wirklich sehr, sehr viele Probes weg, heizt aber auch sehr viel Supply natürlich da rein. Also das hat auch ihn sehr viel gekostet. Am Ende war es 22 zu 26.000 Resources lost. Wir hatten 84 Banes, die gesniped wurden.
Gestorben sind sicher noch einige mehr, 280 Linge auch. Die ganzen Ravager, einige Roaches, ja, zweimal Nexus tot, 61 Probes erlegt. Also wirklich, die Economy war das Problem für Mana. Seine Disruptor waren teilweise toll, teilweise überhaupt nicht. Also das war so nicht so der grandioseste Move. Die Archons haben stellenweise richtig viel durchgehalten. Und ja, auch die Immortals leisten eigentlich immer sehr, sehr viel. Aber es hat eben nicht gereicht. Sword of hatte zu viel zur Verfügung und geht damit in Führung. Weiter geht's auf Beckett Industries tatsächlich. Mal wieder. Doch mal wieder. Nicht auf der Veto-Liste. Das ist ja eigentlich recht häufig gewesen. Die letzten Games, die wir hatten. Und Sword of beginnt direkt mit der Expansion vor seiner Mainbase. Probe wird das alles sehen. Und mal sehen, Manas Reaktion bisher. Er scoutet einfach. Hat selber eine Gateway-Expansion unterwegs. Also es wird sich hier im frühen Spielverlauf nicht arg viel tun. Das heißt, wir spulen einen kleinen Tick vor. Und da sehen wir Hedge, Vespingas und dann das Spawning Pool für Sword of. Mal abwarten, was ist Manas Reaktion auf diesen Rückstand, den er jetzt natürlich hier aushalten muss. Kann er das Ding zurückbringen zu einem 1:1? Probe auf jeden Fall bemüht sich hier viele Drones anzulasern. Aber die regenerieren sich natürlich, also der Schaden, er wird nicht bleiben. Und die Probe versucht halt einfach nervig zu sein. Einfach den Gegner, vielleicht kann man ihn ein bisschen aus dem Rhythmus werfen. Dass ein paar Timings ganz, ganz leicht verfehlt werden, dass dann so quasi weiter so einen Schneeball-Effekt hat. Dass es immer weiter und weiter geht. Sollte aber eigentlich nicht passieren. Wir sehen, was direkt passiert. Das ist der erste Seller. Die erste Einheit ist rübermarschiert und versucht hier sofort anzugreifen. Da kommt noch mehr mit dazu. Da kommen danach Doppel-Adepts. Also Mana versucht hier richtig schnell Druck zu machen. Und bisher ist die Defense, die Sword of hat, noch nicht so gut. Jetzt kommen die Queens mit dazu. Aber dann als nächstes kommen natürlich die Adepts an. Und der Salad tatsächlich schlägt sich auch durch die Linge nochmal durch. Das heißt, es ist kaum was da gegen diese beiden Adepts. Und der Salad hat hiermit einen richtig erfolgreichen Job gemacht. Hat die Vorarbeit geleistet, damit die Adepts nachsetzen können. Das tun sie auch. Versuchen einmal ein paar Drones rauszunehmen. Haben das auch gemacht. Jetzt soll es in der Mainbase weitergehen. Und da kriegt Sword of sehr viel Ärger. 4 Drones bereits gefallen. Er ist bei 17 Worker. Muss jetzt einige Linge bauen. Die Linge kommen noch nicht wirklich an die Adepts ran, weil das Speed-Upgrade halt noch nicht online ist. Die Adepts canceln auch den Teleport. Wollen ja noch weiter in der Mainbase arbeiten. Und killen einen Circling nach dem anderen. Warten auch weniger in den Hitpoints. Der eine Adept ist fast down. Teleport ist nochmal unterwegs. Der nächste Shade ist am Laufen. Die nächsten Adepts kommen ja auch mit. Also die Probleme für Sword of hören nicht auf. Und er kriegt diesen Adept nach wie vor nicht. Und jetzt sind es bereits 4 Stück. Das wird richtig unangenehm. Sword of hat gerade eine Trennung von Main und dritter Basis hier am Start. Die überhaupt nicht haben möchte und überhaupt nicht brauchen kann. Also Mana konnte da einiges schon tun. Man sieht auch die Economy. 20 zu 27 Worker. Sword of jetzt ein bisschen am Dronen. Aber Mana hat so viel Schaden hier gemacht. Mit gerade mal 4 Adepts. Und die leben sogar alle noch. Also das war ein richtig starker Move hier für Mana. Alles, was er verloren hat, war die Probe und den Salad am Anfang. 14 Linge und 5 Drones gekillt. Man sieht, dass viermal so viele Ressourcen verloren. Und das ist halt Early-Game-Zeug. Wir sind bei Minute 3 und 5 Drones verloren. Wenn man nur knappe 20, 25 hat, tut das halt schon ordentlich weh. Sword of hat jetzt einige Linge gebaut, die ihm natürlich jetzt nicht so viel bringen werden. Er könnte den Counter-Attack starten, aber durch die Wall durchzukommen, wird eine Herausforderung. Mana hat selber seine zwei Basen. Sie sind jetzt auf der gleichen Basenanzahl. Mehr Worker für den Protoss und Resonating Glaives unterwegs. Also Mana versucht schnell nachzusetzen. Und wenn Sword of hier versucht zu stark zu korrigieren mit einfach sehr, sehr viel Economy dritter Basis, wenn er versucht richtig greedy zu sein, dann könnte ihn das sehr überrumpeln. Weil seine Verteidigung basiert aktuell natürlich auf Zerglingen und Zerglinge gegen Resonating Glaive Adepts. Das wird nicht so viel Spaß machen für Sword of. Er hat ihn mal hier noch abgestellt. Er hat den Overlord und der fliegt jetzt auch los. Die weiteren Adepts werden erstmal zurückgezogen, werden versteckt. Also Mana möchte ja nicht, dass das gefunden wird. Der Stalker bemüht sich jetzt, das loszuwerden. Wurde gerade noch gesehen, dass er erst ein Vespingas in der Netschwamm schaut. Das zweite wurde gerade gebaut. Und ja, das braucht man natürlich nicht unbedingt. Die Adepts kosten nicht so viel im Vespingas. Und Resident Glaives dauert nicht mehr lange. Es kommt ein weiterer Warpin, der wird noch nicht gesehen. Also das könnte Sword of wirklich treffen. Er baut jetzt einen Roach Runner. Also er geht auf Nummer 10. Jetzt sieht er sowieso. Jetzt sieht er wirklich eine Masse an Adepts da draußen. Aber er ist halt weit, weit weg von Roaches. Danach kommt sogar noch ein Darkschwein. Also Mana dreht jetzt hier richtig am Rad. Und Sword of ist in einer geschwächten Position und muss das irgendwie überleben. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das überleben kann. Er hat ein paar Queens, er hat einen Spinecrawler hier. Die Adepts können natürlich das einfach ignorieren, können mit dem Feld einfach weitermachen. Der erste Adept kriegt schon mal voll ins Gesicht und geht down. Aber jetzt kann natürlich gecancelt werden oder nicht, je nachdem, was Mana da Bock drauf hat. Und jetzt entscheidet sich für den Teleport in die Mainbase. Man sieht, die Linge, die wollen alleine überhaupt nicht fighten. Die Drones sind damit massiv in Gefahr in der Mainbase. Roaches können jetzt gebaut werden. Aber es wurden gerade sämtliche Larven für Linge ausgegeben. Also da tut sich nicht viel, was die Roaches betrifft. Und der nächste Shade ist zwischen Natural und dritter Basis. Mehr Linge wurden geklärt. 8 Drones wurden geklärt. Wir sind bei 26 zu 41 Worker. Der Spinecrawler kriegt jetzt gerade die volle Breitzeit ab. Die Linge versuchen zu helfen. Die Linge sind einfach keine Hilfe in diesem Fight. Dieses Mal hat es mit den Adepts funktioniert, aber da
Das kann natürlich Mana darauf zurückführen, dass er eben diesen Early-Game-Damage gemacht hat. Er settet mit der Vorarbeit, die Adepts haben nachgesetzt und ab da war er sort of einfach mega geschwächt in seiner Position. Konnte dann nicht rechtzeitig die Scouting-Infos kriegen und Mana ist da einfach dann davon gelaufen mit dem Game. Und somit Beckett sehr, sehr kurze Map hier mit einem 1:1 Ausgleich. 13 Drones, 29 Linge in 5 Minuten. Ist sportlich, Mana hat kaum was verloren. 2 Adepts waren das insgesamt nur, die gestorben sind. Und wir kriegen jetzt eine Deciders-Map. Somit landen wir auf Oxide, schon wieder laufen Adepts an. Shade ist unterwegs Richtung Mainbase. Dieses Mal gab es aber keine Seite Vorarbeit. Trotzdem, die Adepts gehen rein und wollen ein paar Drones haben. Kriegen 2, kriegen 3. Warten surrounded von den Drones und den Lingen zusammen. Da wird noch ein bisschen Damage ausgeteilt. Da wird eine weitere Drone runtergefokust. 5 Kills sind es am Ende. Damit landen wir auf 250 zu 250 Resources lost. Aber 5 Drones für 2 Adepts, das ist schon okay für Mana. Man hat jetzt auch gerade noch einen Overlord mitbekommen, das bei sort of... ja, zu einem Supply-Block führt, hängt gerade oder hing gerade kurz bei 44, hat aber weitere Overlords unterwegs. Ja, 5 frühe Drones ist auf jeden Fall nervig, wenn man die verliert, weil man eben zu diesem Zeitpunkt nicht arg viele Worker hat. Also das wird sort of schwächen. Die Frage ist, wie macht Mana weiter? Aktuell Oracle und Robo unterwegs, die Linge wollten die Probe hier haben, die die dritte setzen wollte, aber die Probe bleibt am Leben. Das heißt, die Chance für die dritte Basis bleibt auch erhalten. Mana hat jetzt die 400 Mineralien, hat das aber gerade nochmal ausgegeben für ein weiteres Void Ray. Der Probe kommt nochmal angefahren, die Linge stellen der Probe weiter nach und wollen die immer noch haben. Schild ist unten, Hitpoints niedrig, die Probe überlebt gerade so. Linge kriegen den Kill aber nicht. Es wird nachgedroned, wir haben Roachborn unterwegs. Also das Game wird auf jeden Fall länger werden als eben auf Beckett Industries. So viel ist schon mal sicher. Die Linge wollen ja noch mehr tun, aber ihnen gehen so langsam Hitpoints aus. Man sieht auch, die Anzahl wird weniger. Auch die Natural wird geblockt. Der Adept, nein, kriegt keinen zweiten Angriff raus. Die Linge also überleben erstmal Stasis Ward in der Mainbase und trifft 3 Drones. Das ist 2 mehr als erwartet. Und somit ein bisschen Effekt ist mit dabei, da die beiden noch gerade den gleichen Work-Account haben. Das Oracle fliegt mal weiter. Schaut sich die Natural auch an, hat gerade keine Energie, um vernünftig was zu tun. Verliert ein paar Hitpoints. Die Linge rennt da durch die Gegend. Die dritte Basis wird mit einer Schildbatterie ausgeschaltet. Es gibt wieder mal schnelle Robotics Bay, also Disruptors sind hoch in der Tagesordnung für Mana. Vielleicht waren es auch Kolosse, das könnte auch noch sein. Wobei er sich parallel ein zweites Stargate und plus 1 Air Weapons schnappt. Also eigentlich Doppel-Voltere-Produktion. Noch eine Forge mit dazu, also das ist wirklich eine ganz interessante Konstellation, die Mana da spielt. Phoenix Kolosse? Aber gegen den Zerg? Also das sind auf jeden Fall jetzt ein paar Fragen dabei. Bin gespannt, wie Mana jetzt seine Situation löst. Was macht er alles mit dem Zeug, das hat? Robotics Bay ist fertig. Zweites Stargate wurde auch noch nicht unterbrochen. Das plus 1 läuft. Also eigentlich vom Upgrade her denkt man schon, er möchte da rein investieren. Macht er auch. Also es kommt ein Disruptor. Wenn das Stargate online ist, wird er auch da, denke ich, mehr Sachen bauen. Das ist eine richtig lustige Hybride-Army aus Voidrays und Disruptern. Könnte ja sehr unterhaltsam werden. Also für Roach ist natürlich tödlich. Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön für Sword of... Da hängen nochmal einige Drones gerade in der Stasis Ward mit drin. Sind 11 Drones oder so, die da drin stecken. Also das ist unangenehm. Das bremst halt das Mining nochmal aus. Und Sordov hat jetzt nicht die beste Economy gehabt. Verliert auch nochmal Drones. Dann sind noch 2 Adepts hier reingekommen. Also Mana gerade macht die Moves hier. Wenn dessen er selber sein eigenes Spielchen vorbereitet. Sordov hat aber keinen Bock auf das Spielchen. Er weiß, glaube ich, auch nicht direkt, dass es abgeht. Er hat nicht die aktuellsten Informationen. Adept shadet ihm gerade nochmal weg. Er hat definitiv nicht die aktuellsten Informationen. Aber er versucht selber was zu tun, nämlich ein Nydus-Netzwerk in der Main. Roaches werden gebaut, Queens werden gebaut. Somit Sordov möchte die Initiative ergreifen. Er wird auf Voidways treffen. Es kommt noch ein drittes Tag und jetzt kommen Phoenixe. Das Raptors dann auch, das wird eine richtig interessante Konstellation. Ich glaube, das ist neu. Ich glaube, so in der Form hatten wir das noch nicht. Erstmal Triple Stargate Disruptor versus Roach Queen Nydus. Und die Roaches vor allem, ja, laufen an den Voidways. Das haben wir jetzt vielleicht den letzten Rand noch gesehen. Ich meine, der Nydus-Sound wird gleich gehört. Ah, die Roaches hier waren nochmal abgefangen. Aber es geht hier vorne jetzt zur Sache. Disruptor ist mit dabei und der kann wehtun. Und der wird wehtun erstmal. Hält eine Roach, beschädigt eine Queen, aber das ist nicht genügend Schaden. Es gibt noch einen zweiten Disruptor. Die Voidways kommen mit zurück. Und jetzt geht's aber vorwärts. Gott, das sind so viele Queens auf dem Feld. 12 Queens. Das sind 2 Phoenixe da, 4 Voidways, 2 Disruptor. Und die Disruptor irgendwie auf die Queens treffen, das wird auch nicht reichen, tatsächlich. Man braucht 2 Hits, um eine Queen direkt zu killen.
Wenn man nur einen Hit trifft, dann kann die Queen confused werden. Close Bias regnen runter. Kugel kommt rein. Und Kugel trifft ziemlich ordentlich auf die Roaches und Gavages. Das war schon mal sehr viel Schaden. Die eine Queen gegen die dritte Basis, das funktioniert nicht. Und ein Salad wird da gerade reingeschickt. Transfuses rundherum. Mehr Roaches, weitere Lydos. Weiter geht die Belagerung hier. Das habt dann wieder nachgeladen. Schützen die nächste Kugel ab. Und das ist nicht genügend Damage, der da gemacht hat. Die Queens auf der Seite verteidigen gegen die Voidrays. Also Mana versucht jetzt hier auf zwei Fronten zu kämpfen, mit allen Mitteln, die sich ihm irgendwie bieten, mit den Schildbatterien, mit den Cannons. Die Queens spucken weiter nach vorne, schon Zusynergie ist noch genügend da. Neuer Nydus ist ready, um noch mehr Roaches ranzuliefern. Und die Voidrays schließen sich oben zusammen. Die Schafter versuchen aber von der Rückseite rein zu flankieren mit der Doppelkugel. Und da wird mal eine Queen gekillt, aber eine Queen weniger ist noch nicht genug. Die Voidrays haben da eine ziemlich massive Aufgabe vor sich. Es wird ein Ravager weggelasert. Die Probes werden bereits zurückgezogen. Und Voidray geht hier down. Shipper, der Overcharge ist zwar aktiv, aber kann auch nicht alles gegen heilen. Diese Schafter kommen wieder runter, waren ab von den Roaches kurz und auf eine Roach gerade weggescheucht. Die Probes hier hinten, okay, da wird gerecalled, wie es aussieht. Mana ein weiteres Mal in dieser Serie evakuiert seine dritte Basis, lässt die einfach sterben und versucht einfach damit zu überleben. Aber hier ist Nydus mit vorne drin. Das heißt, Reinforcements kommen gerade ständig mit ran. Wobei, wenn die Reinforcements direkt eine Disruptor-Kugel abkriegen, macht das nicht so viel Spaß für den Zerg. Der Nydus wird auch noch gesniped. Ein Prismatic Element wurde gerade angeworfen. Die erste Queen wird da lautes. Die Stasis Ward hinten, ein richtig mächtiges Stasis. Keine Ahnung, wie das Oracle das durchgeregt hat. Disruptor-Kugel fliegt jetzt hier mit rein und Mana versucht mit allen Mitteln zu verteidigen. Seine Disruptor war aber gerade gesniped. Ein weiterer Nydus wurde gebaut auf dem Highground. Die Stasis hilft gerade wirklich aus. Ansonsten hätte Todd auf einen richtig massiven Push bereits starten können. Das bremst ihn gerade um einige Sekunden aus. Das gibt Mana Zeit für nochmal ein, zwei Void Rays und weitere Disruptor. Nochmal Disruptor-Kugel fliegt und die trifft richtig gut. Die killt effektiv drei Queens, weil die Void Rays sofort nachsetzen können. Die Zusatz kam nicht schnell genug. Die Queens sind jetzt deutlich weniger. Wir sind zwar bei 10 Queens auf dem Feld, aber es sind nur 4 hier vorne. Die Sword of Army dünnt sich auf jeden Fall stark aus. Er hat währenddessen einen Infestation Pit und einen Spire unterwegs, baut mehr Drones, baut mehr Queens. Aber er weiß auch, diese Void Rays sind Gefahr, sind große Gefahr, weil seine Queen-Anzahl einfach nicht mehr so hoch ist. Und man sieht es auch, die Void Rays wollen den Fight, können aber nicht zu lange bleiben, weil die Disruptor, weil die Ravager noch reinballern können. Aber da die Disruptor-Kugel, die cleart und damit sind die Queens weg und damit keine Chance. Die Ravager müssen fliehen, die Roaches müssen fliehen, die Void Rays sammeln gerade jetzt Kill um Kill um Kill. Trotzdem, Mana hat seine dritte Basis dafür aufgegeben, muss die erstmal nachsetzen, will die nachsetzen, noch bevor der Creepy ankommt. Und das sollte tatsächlich auch funktionieren. Ja, der ganze Creepy wird abgeräumt, Observer ist mit dabei. Und somit, die Zerg-Belagerung wurde gebrochen. Mana lebt, auch wenn sie in seine Base kostet. Mining-technisch, Zerg natürlich jetzt vorne. Army-technisch, wie man sieht, ist es recht knapp. Und die Zerg-Army ist jetzt nicht so beeindruckend. Ja, 5 Corrupter, die helfen aber auch wenig, wenn die Voidrays Prismatic Alignment anwerfen. Die haben plus 1 Attack und machen Bonus-Damage gegen Armored Units. Und die Voidrays suchen sich nochmal ein paar weitere Kills. Die haben nicht nochmal was gefunden. Ein paar Roaches im Transfer. Ein paar weitere Roaches wollen hier die dritte, bis sie jetzt die vierte quasi angreifen, die da noch dazu kommt. Und die ganze Protoss-Armee kommt gleich angeflogen. Die Voidrays haben jetzt auch ihr Upgrade, die Speed-Upgrade, die Flux-Banes. Das heißt, die sind schnell, flink und jetzt auch sehr schadensintensiv. Und von den Roaches bleibt in kürzester Zeit nichts übrig. Das erhöht nochmal die Verluste für Sordov. Und er kriegt nichts dafür. Also Mana ist hier wirklich noch im Rennen, hat das gut genug überlebt. Tatsächlich, es war die richtige Entscheidung, seine dritte aufzugeben. Das hat ihm Zeit verschafft, um seine Defense ranzukriegen, hat ihm die Möglichkeit gegeben, ein paar wichtige Disruptor-Shots rauszukriegen, um diese Queens zu durchbrechen. Und als die Queens mal gebrochen waren, konnte man das auch halten. Es sind jetzt wieder 12 Queens auf dem Feld, zudem 9 Corruptor und interessanterweise, wichtigerweise, 2 Infestoren. Also Fungal-Combo, eventuell, die Voidrays, wie man sieht, die hängen alles sehr nah beieinander. Das sind damit ein grandioses Futter für einen Fungal. Aber der Infestor muss natürlich rankommen, muss das landen können. Die hängen beide zwischen den Queens ab. Die Voidrays ziehen sie erstmal zurück und es gibt Counterattack währenddessen von Ravagern und von Roaches. Die dritte hat ein paar Cannons und eine Schildbatterie Crossfires auf diese Voidrays und währenddessen oben Linge rennen auf den Nexus an. Also Sword of wirft einfach gerade seine Gegner Einheiten gegen in der Hoffnung, dass man da irgendwas mit erreichen kann. Er wird weder den Nexus kriegen, noch viele Probes. Er kriegt ein paar Salads, ein paar Reinforcements hätten. Die Voidrays sammeln dafür aber auch Kills. Also ich bin mir nicht sicher, ob sich das für Sword of wirklich lohnt. Es macht nicht den Eindruck, dass es der Move wert war, auch wenn da zwei Probes nochmal gestorben sind, aber man sieht, beim Zerg war das nochmal ein bisschen mehr. Und wir sind supply-technisch sehr, sehr nah beieinander. Mana hat noch einiges an Overmints tatsächlich, hat 16 Voidrays inzwischen. Und wir sehen 5000 zu fast 10.000 Resources lost. Sword of mit seiner vierten Basis jetzt im Start, mit seiner Masse an Queens, 14 Queens, jetzt noch 3 Viper und mehr Corruptor. Also er versucht voll auf die Voidray-Counter zu gehen, dass die kein Problem darstellen. Problem ist, die Voidrays, die fliegen gerade auf die Mainbase an und ein Spore-Caller verschwindet einfach, Hive-Deck verschwindet einfach. Investoren kommen jetzt an. Das heißt, jetzt könnte die Wende kommen. Der Spire wird aber auch noch sterben. Also die Verluste sind hoch. Es kommt ein Fungal, dann sofort der Recall von Mana. Und er kommt da raus, bevor er groß wird. Und was für ein Snipe. Sowohl Spire als auch Highfact. Das heißt, der Spire kann auch nicht direkt nachgebaut werden. Die drei Vipern kamen immer noch mal durch. Und jetzt gibt es hier aber auch Linge an der vierten Basis. Wenn das gab es hier Salads an der dritten Basis. Ein Voidray ist hier komischerweise mit dabei. Die Salads werden nicht lange durchhalten. Die nehmen noch mal eine Queen mit, die sehr viel Energie hat. Die Linge werden auch abgewehrt. Die Ravager kommt auch mit angestiefelt.
Es wurde noch eine Uli-Cavern tatsächlich gestartet, bevor der Hive-Deck gestorben ist. Also das hat Zoroth noch durchbekommen. Trotzdem muss er natürlich seinen ganzen Tech jetzt neu bauen. Hat noch kein Leer-Tech neu gestartet. Stattdessen gibt es einfach Doppel-Expansion. Observer hängt hier oben ab. Plus 2 Attack jetzt auf den Void Race mit drauf. Plus 1 Ground Weapons. Charge kommen wir dazu. Und Mana Supply könnte noch viel höher sein. Er hat noch 1400 Mineralien. Na komm mal, Schwung an Zealots mit dazu. Hat immer noch diese Masse in Void Race, auch wenn er 1 verloren hat. Das sind trotzdem 16 Stück, also genügend. Trotzdem, die Sorgami inzwischen mit den Vipern, Infestoren, Corruptor. Die Combo kann die Void Race verschwinden lassen. Also sort of, auf jeden Fall ist die Chance da. Man sieht aus den Supply, 192, er ist quasi Max. Stasis Ward könnt ihr nochmal treffen. Ja, also Stasis Ward noch lebt er. Okay, dann erstmal Feedback auf die Esse der Vipern. Die Templer haben sich da angeschlichen. Direkt das genutzt. Der Observer hängt hier oben nämlich mit ab. Und Disruptor-Kugeln fliegen auch mit rein. Und das killt ein paar Einheiten. Da muss sort of immer noch drauf aufpassen. Zwei Disruptor sind da. Und zwei Disruptor reichen, um alles zu one-shotten, was da auf dem Boden rumsteht. Auch die Infestoren müssen da aufpassen. Wenn die da in dem Gemenge untergehen und getroffen werden. Wo sind die eigentlich gerade, die Infestoren? Sehe sie gerade gar nicht. Da drüben, da schleichen die sich alleine durch die Gegend. So, neue Basis für Sword Office Online. Währenddessen wird hier die Basis gecheckt. Hier gibt es einige Cannons. Die Linke sollten also nicht, weil die Cannons decken nicht die linke Seite ab, nur die rechte Seite. Aber wenn die Linke sich so reinlocken lassen, funktioniert das trotzdem. In der Zeit gibt es den riesen Run auf die Queens hier an der vierten Basis. Und die Drones sind damit auch massiv in Gefahr. Die Cells sind einfach so viele. Da hat man da echt mal sein Geld genutzt. Die Warriors kommen jetzt auch mit angeflogen. Jetzt geht es tatsächlich in diesen Fight. Und die Vipern werden fokussiert. Eine Viper, zwei Vipern sind down. Es kam eine Parasite Bomb, die war jetzt nicht so beeindruckend. Sechs Drones sind gestorben. Die Cells schlagen sie immer noch durch. Und währenddessen ist hier die Rest-Army mit Templern und Void Race en masse. Also die Salads hier, ja, machen einfach ihren Job als Ablenkung und trotzdem haben sie Schaden ausgenommen. So viele Queens halt auch mitgenommen. Es sind da insgesamt 7 Queens gestorben. 2 Vipern eben wurden weggelasert. Das hat 3 Void Race und 15 Salads gekostet. An sich ein relativ gleichwertiger Trade. Aber das Problem ist halt, 6 Drones mitgestorben und eben diese Queens. Das heißt Energieeinheiten, die komplett weggestorben sind. Und vor allem im Falle der Viper eine Einheit, die nicht nachgebaut werden kann. Also für Sword of sind das trotzdem die größeren Probleme. Mana mit dem nächsten größten Celldrum bei, der da unterwegs ist. Jetzt mit Charge und plus 1. Die Linke selber haben 1-1 abgelöst. Also die wären nicht so schlecht. Aber wollen trotzdem nicht unbedingt alleine gegen die Zealots fighten. Und es wird währenddessen Triple Carrier gebaut. Mana schnappt sich eine weitere Base. Sword of's Creep Spider hat jetzt auch wieder massiv abgenommen, weil eben die Void Race sich da durchgeflext haben. Infestoren mit quasi voller Energie mit dabei. Die eine Viper, die noch mit rumschwirrt. Es kann gleich neue Vipern geben. Der Hive-Tech ist fast durch, der neue. Hat lang genug gedauert und die Sorgami hat jetzt doch mal Bock zu fighten. Aber auch Mana ist gleich quasi maxed mit seinen 3 Karren jetzt. Mit einigen Templern, mit Disruptor. Da fliegt der erste Storm und der brutkelt schon mal gut die ganzen Ravager durch. Es gibt aber auch einen Rumble hier drüben mit ein paar Rotus und Lingen. Da wartet aber eine Wand an Zealot Arc und da werden die Lingen nicht viel Spaß dran haben, wenn sie da reinlaufen. Plus 3 Air Weapons kommt da noch mit dazu. Plus 2 Ground Attacks und die Linge einmal. Sie kommen zumindest ein bisschen an den Archons vorbei. Zu ihrem eigenen Glück. Und hier gibt es den Push auf eventuell diese Basis. Linke kommen jetzt hier auch mit angerannt. Die Linke wollen eventuell die Templer einfach anrennen. Die Templer werden beschützt von den Warriors. Und da kommt ein Fungal, aber das reicht nicht als Starter hier für Sword of. Der Fight ist ihm so noch nicht wirklich genug und er verliert dafür stattdessen einen Infestor. Beide Infestoren tatsächlich. Es ist kein Infestor mehr übrig. Hat einen Disruptor dafür bekommen und jetzt geht hier auch Zealot Arcon mit auf die Reise. Ja, Mana ist selber Max, sammelt jetzt selber Bank. Sword of hat eine Bank. Und ja, Economy läuft mit 59,69, also nicht mit dem besten Work-Account, aber Basen sind auf jeden Fall vorhanden. Und da die beiden jetzt Max sind und noch keinen Riesenfight herausfordern, wächst die Bank von beiden Seiten an. Es kommt Doppelspire, es kommt Zeitzeit-Upgrades, es kommt Uli-Speed. Die Uli snappt sind also da, um sowohl die Zealots loszuwerden, als auch die Templer anzurennen, wenn sie unter der Voidray-Army stehen. Aber wie man sieht, die Army von Protoss 2 geteilt unterwegs, die Crabbe drüben, Presley Bomb ist ziemlich stark. Feedbacks kommen dann, die Queens werden auch ziemlich direkt. Und schön, dass Mike normal Mana zieht, den das angeschlagen, das betroffene Voidray raus. Also mit der Schaden nicht so viel ist, die Ulis werden direkt zerstört von den Voidrays. Die Crabbe fighten jetzt ja auch mit die Crabbe fressen den Storm. Das sieht nicht so schön aus für die Sorgami, währenddessen hier drüben, das wurde gehalten. Da springen wir gerade mal zurück, hier waren nämlich sehr viele Zealots und auch Archons. Wie man sieht dann, ah, der Uli blockt oder wurde da eingeblockt. Tatsächlich, der Uli wurde da durchgeschlagen, aber es sind die Ravager, die währenddessen den Chopman rundherum konnten, auf die Zealots spucken, auf die Archons. Und somit ist sterben 19 Drones trotzdem und die Hedge hier unten. Es hätte nochmal schlimmer kommen können für Zoroth, aber es ist schon schlimm genug, muss man sagen. Insgesamt die Verluste hier, 4 Ulis gestorben, die Viper gestorben, die Corruptor, 19 Drones, 5 Voidrays dafür zerlegt, 10 Zealots und 3 Archons. Die Carrier leben noch und es warten mehr Carrier, plus 2 Ground Weapons kommen auch noch mit dazu. Die warten noch 2 Zealots, aber hier sind die Überreste der Base. Da wird nicht viel stehen bleiben. Da ist nicht viel stehen geblieben. Besser gesagt, es kommen mehr Corruptor, die sind ziemlich angesoftet schon vom Storm. Es gibt einen Counter-Deck wieder mit den Lingen, aber die Cannons stehen nach wie vor. Die Linge aber haben Bock zu fighten.
Einzelne Länge, die Cannons haben nichts an Upgrades und die Cannons werden diesen Fight verlieren, wie es aussieht. Den Force mit Warpin kommt aber mit ein paar Salads. Die Länge können ein bisschen was in den Pops haben, aber nur minimal. Zwei Kills auf die Worker. Das ist fast nicht genug dafür, was man da an Länge gerade reingesetzt hat. Klar, die Cannons hat man gekillt. Das war jetzt nicht so spektakulär. Die Warriors währenddessen gehen auf eine Solo-Mission, um eine Hedge wegzulasern mit Prismatic Alignment mit plus 3. Sollte kein großes Problem sein. Also wir sehen gleich eine Hedge verschwinden. Das ist ein Zaubertrick, den der Protoss kann, je länger das Game geht. Außer wer möchte wirklich die Drones angreifen oder irgendwas anderes. Tatsächlich, die Warriors, die sind mutig. Okay, es soll die Hedge hier tatsächlich werden, aber man sieht, danke, die Hedge verschwindet. Tatsächlich, die Viper war gerade der Grund, warum die Hedge nicht verschwunden ist. Die opfert sich dafür. Ist es das wert? Wobei, es wurde kein Recoil gezündet. Das heißt, die Warriors werden weiter verfolgt von den Craftons und jetzt natürlich in einer etwas misslichen Lage hier hinten. Kommt da nicht so recht raus. Prismatic Alignment wurde schon genutzt und es dauert noch, bis das zurückkommt. Also Cooldown. Oh nein, der Corruptor jagen. Doch, jetzt jagen sie. Jetzt wurde der Recoil gezündet. Das ist natürlich ein kleiner, unaufmerksamer Moment von Zordorf. Kann Mana einige Voidways hier safen. Zordorf da nicht konsequent genug nachgejagt. Währenddessen hat sich aber auch die Army rausbewegt. Also Mana hat versucht, währenddessen ein Droh-Movement zu machen. Einfach damit Zordorf irgendwo abgelenkt ist, um seine Voidways damit ein bisschen noch zu schützen. Er hat jetzt die Viper bekommen, aber dafür auch ein paar Voidways verloren. Und die Hedge eben nicht bekommen, wichtigerweise. Wie man sieht, die hatte noch gute 450 Hitpoints, hat schon ein bisschen was hochregeneriert. Da hätten noch 2-3 Ticks gefehlt an Damage, dann wäre das Ding weg gewesen. Er hatte leichte die wären ein sicherer Kill gewesen. Dafür hätte er die Zeit locker gehabt, aber er wollte mehr. Und da war er vielleicht ein bisschen zu viel, die Mana. Hier ein weiteres Mal, Linge versuchen seine Base, aber gegen Schildbatterie und Cannons keine Chance. Wobei Baninge als nächste Stufe, eine Probe möchte eine Basis bauen da drüben. Das wird wahrscheinlich nichts werden, die Dinge haben das nämlich gesehen im Blick und diese Probe wird es nicht lange schaffen. Okay, sie schafft es, den Nexus zu setzen, aber nicht sicher, ob sie damit dem Protoss Gefallen getan haben. Da flippt man halt nochmal 100 Mineralien mehr. Wenn das auf der anderen Seite, der wollen die Ravage nach vorne, aber da kommt der Disruptor zur Antwort. Trifft nicht ganz. Das Balls wird reingegangen und der Observer wurde gerade noch gekillt. Also es spitzt sich immer noch zu. Zordorf gibt hier nicht auf. Oh, kriegt den Stasis Ward ab und was für eine, es ist erspart genau die Baninge weg. Also besser hätte es Mana nicht treffen können mit dem Stasis Ward. Hat genau alle Baninge damit ausgeschaltet und die kann jetzt entspannt clearen, ohne dass es eine Riesenkatastrophe ist. Man sollte vielleicht darauf reagieren. War das gar nicht im Blick? Er hat es nicht im Blick. Also man kriegt nicht die Vision, wenn der Stasis Ward weg ist. Also es gibt den Baning tatsächlich die Chance, da nochmal was zu tun, aber die Protoss-Armee möchte gerade selber rauslaufen. Auf zwei verschiedenen Seiten. Wieder mal die Cells auch mit einem Charge auf diese Basis auf der rechten Seite. Die Baninge kullen jetzt an und die Baninge werden durch die Protoss-Armee geschickt. Die Protoss-Armee pusht werden, dass davon die ganzen Baninge wurden trotzdem aufgesammelt. Das bringt am Ende sort of gar nichts. Er verliert auf der rechten Seite die Hedge. Die Cells laufen einfach weiter und auf der linken Seite ebenfalls die Hedge in Gefahr. Baninge kommen angerollt. Die Templars sollen da beschützt werden von den Archons und den Storms drauf auf den Ravager. Wo sind die Corruptors? Die Corruptors kommen jetzt von der Seite und die werden jetzt angestormt. Viper kommen zu die Viper werden alle hier. Die Viper werden alle gefeedback. Vipern wurden alle gefeedbackt. Eine Parasite Bomb kann durch, da kommt aber nochmal ein Storm und die Surgarmy verschwindet da einfach. Das war nicht der Fight für Zordorf. Da hat die Koordination nicht ganz gepasst. Ich glaube, er wurde da selber ein bisschen überrascht von der ganzen Action mit seinen Baningen, die da eigentlich noch überlebt hatten. Und dann der Angriff mit den Zealots auf die rechte Seite und dann die Hauptarmee auf die linke Seite. Die Crapter war nicht ganz in der Nähe. Ja, da wäre für Zordorf wahrscheinlich mehr drin gewesen, wäre es ein besserer Fight geworden. Aber so war es einfach ein Aufsammeln an Kills für die Protoss-Army. Und Mana kann sich am Ende doch durchsetzen zum 2:1. Beiden liefern sich da ein interessantes Netz. Man bedenkt, da war ein Nydus hier mit drin. Da war der Punkt, wo Mana wieder mal seine dritte aufgegeben hat. Also da ist er tatsächlich recht konsequent, wenn er so merkt, okay, nee, ich kann die Basis nicht am Leben halten, ich save noch die Probes, die Einheiten, Recall zünden, Basis aufgeben und dann gucken, dass sie es auf 2 Basen halten können. Ich weiß ja, der Circle hat auch nicht so viel. Und da, das hat er zweimal gemacht. Einmal mit mehr Erfolg, einmal mit weniger. Und ja, wir hatten hier 28 tote Queens, 14 tote Void Rays. Und ja, der Snipe auf den Hive-Tag, auf den Spire, das hat natürlich ordentlich weh. Der Nydus war am Ende nicht stark genug. Somit, das war's mir, bis zum nächsten Mal und ciao.